aus. Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer ich bin tot. Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay und hier geht's ja schon gut los. Ja. Oh, Mann. Ja, zusammen mit Sweeper. Bravo, oh, stimmt. Ja, guten Tag. Und die Hälfte der Chaos-Truppe des Chaos-Squads ist schon tot. Das, ich hab denjenigen aufgehoben, der uns alle wieder aufheben kann. Ja. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wann war? Hinter dir. Hä? Hier ist nix. Jetzt rechts von dir. Hinter Rello? Ach, da. Die Biomaske hat ein bisschen geholfen. Oder die Biosicht oder wie auch immer. Ja. Sag mal, geht der da auf allen Vieren? Der ist so klein. Irgendjemand geht's doch wieder nicht gut, oder? Nee, mir geht's gerade nicht so gut. Aber geht schon. Oh, schon wieder. Oh. Also der Folgenstart. Aua. Okay, ich heb mal Wanwa auf. Verdammt. Oh, Gottes Willen. Oh Gott, verdammt. Danke. Das wird sich aber nicht bessern, wie du siehst. Nee. Alter. Granaten regeln. Aua! Wir wechseln einmal die Straßenseite. Wann war's da? Sobald wir Wanwa aufgehoben haben. Eieieiei, bleiben wir auch vielleicht irgendwann, wenn das mal am Leben in der Folge ist. Ich glaube, ich weiß, wie ich sie nenne. So, ich glaube, ich war mehr tot als lebendig bisher. Das ist die letzte Förderanlage. Jagen wir sie hoch. Das hier wird kein The Walking Dead. Wir gehen weiter. Achtung. Ich würde da ein bisschen weggehen. Wir stehen unter Beobachtung. Das war die letzte Anlage. Gehen wir zum VIP-Gas-Raffineriechef und überzeugen ihn, nicht mehr mit dem Kartell zu arbeiten. Ja, sieht so aus, als wären wir fertig, oder? Mhm. Jupp. Wir haben noch eine Medaille hier und danach müssen wir wieder mit dem Fatzke reden. Ich denke, wir haben ihn genug unter Druck gesetzt. Oh. Wo ist das Sammelpunkt? Oh. Beim Auto. Ja, bei welchem Auto? Das, was hier rum. Wo seid ihr denn? Ansonsten unten an der Straße? Ja. Hello, wo bist du? Dann kann ich dich anholen? Bin schon bei Reaper mit drin. Okay, Richtung Norden müssen wir grob. Rechts halten. Das ist richtig. Das ist links. Ja, okay, Norden. Sagen wir erstmal nach Westen und dann nach Norden. Wobei, meinen Weg kannst du auch hier lang, das ist egal. Fahr einfach weiter wandern. Dann nehmen wir eine andere Tour als die. Das ist Wasser. Schwimmen wir? Ja. Wartet ihr? Das habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt schwimmen wir Richtung Norden und da steht, glaube ich, schon das Auto von. Ich dachte, hier wäre kein nicht See. Ganz. Was ist das denn? Einfach Richtung Norden, Wanwa. Weaver, zurück zur Straße und etwas zurück. Die sind ein Stückchen weiter, fließt abwärts. Wanwa? Sollst du gleich links sehen? Ja. Oh, fuck! Oh! Wo schickst du mich denn hin, Navo? Hab ihn! Hä, bist du nicht Richtung Norden? Ja, doch! Aber hier ist Kampf! Erst zu weit! Ja, dann geht's zur Straße nach links! Okay, und wir fahren. Stopp! Unidad-Soldaten auf der Straße. Sieht nach Verkehrskontrolle aus. Achso. Nachschub. Gute Idee. Muss. Gute Eigeninitiative.
Moment. Der Konvoi ist auf unserer Strecke und hinter uns ist ein Unidad-Auto. Wir machen erst den Konvoi. Wo ist der Konvoi? Vor uns auf der Straße. Oh, falsche Taste. Genau da. Oh. Einmal anhalten. Okay, das ist der Konvoi. Zerstören. Kartelltruck mit chemischen Grundstoffen. Jagen wir ihn hoch. Ja, nicht, während an der Seite noch Unidad steht. Hat die irgendjemand Waffen? Knall ab, die Scheiße. Zerstören! Meinetwegen auch mit Hubbomben oder sonst was. Okay, dürfte. Genug zerstört. Okay, Straße folgen. Jetzt nach rechts. So viel dazu. Ein Kartelltruck weniger. War doch ein hübsches Feuerwerk. Dann sind wir wohl fertig. Schon mal gut nach links. Und rechts. Und quasi nur noch geradeaus. Genau, stopp. Sucht nach einem Typen mit einem schicken Anzug. Okay. Also wirklich schicken. Okay, einmal hier rechts müsste er sein. Enno, ein Stück zurück wieder. Oh, hier, ich habe ihn. Ah. Oh, der hat seine Krawatte gewechselt. Geh weg, Rüdiger. Ich sagte bereits, die Antwort ist nein. Die Dinge ändern sich. Santa Blanca wollte ihre Anlagen schützen. Haben sie nicht. Der Deal ist geplatzt. Wenn ich das Kartell nicht beliefere, bin ich tot. Und wenn sie weiter Grundstoffe für Santa Blanca importieren, jage ich jede einzelne VIP-Anlage in die Luft. Ihre Entscheidung. Das ist doch scheiße. Wissen Sie, Sie sind nicht besser als das Puto-Kartell. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass Sie das Richtige tun. Das Richtige? Dass ich nicht lache. Ich habe wohl keine wirkliche Wahl, eh? Aber wenn das Kartell Sicario schickt, geht das auf Ihre Kappe. Kann ich mitleben. Seine Kombination ist doch schick, oder? Lila Hemd zu weißer Krawatte. Naja, du kannst ihn ja fragen, ob du dir das mal ausleihen kannst. Nee, lieber nicht. Meine ja nur. So, also. Wir könnten uns jetzt der Stadt im Norden nähern, oder? Was ist denn hier im Süden? Ich glaube, die Diegel hat nicht die Reichweite. Du musst nur hochziehen. Wir fahren nach Norden. ja, Herr Fahrer, dann holen Sie mal ein Auto. Ja, hier ist doch. Nicht der Fahrer. Neuwagen. Ich fahr den Wagen vor. Aber ich glaube, das sind zwei Sitzer. Ich schau mal kurz ein Familienauto. Okay. Oder Zeit, du hast nicht Platten. hier. Hier will einer seinen Wagen verkaufen, das ist gut. Verkaufen? Ja. Der hat sich nicht geweigert. Das war gut. Ist dir mal aufgefallen, Enno, dass wir immer hinten Platz nehmen müssen? Und besser ist es. Zu sehen, ist es nicht leicht, das Elend vor auf der Straße. Hinter uns. Aber ihr wisst doch, die VIPs sitzen immer hinten. Ich weiß nicht. In so einem Pedotransporter sitzen hinten eher die Kinder. Ich möchte ja nicht wissen, woher du das weißt. Ich habe erstmal noch von der Basis eine Einsatzkiste gekriegt. Was haben wir denn? Oh, oh, hier ist ein großes Magazin. Das ist mal was. Das nenne ich mal eine gute Ausrüstung. Machen wir später. Nach rechts gleich. Da habe ich auch ein neues kleines Spiel. Da.
diese Gegend hier. Oh, Entschuldigung, nochmal zurück. Moment, ich glaube, ich weiß, wo du hin wolltest. Ja. Also du kannst auch gerne jetzt hier dich so ein bisschen links am Berg runterhangeln, das geht auch. Das kriegen wir hin. Dafür ist der Wagen gemacht. Roll, roll, roll your boat gently down the street. Oh. Der Weg nach vorne und das ist gut. Sind wir noch aufrecht? Also, mehr oder weniger. Ja. Jetzt sind wir auf dem Weg, das ist gut. Perfekt. Ich habe nichts gesehen. Ja, zum Glück. Wir sind angekommen. Leben? Moment, ich muss noch parken. Ja. Oh, hier sind Menschen. Wie bin ich denn jetzt hier ausgestiegen? Reaper, duck. Zu spät geduckt. Eieieiei. Jetzt ist der Pan. Oh oh. Schirmmörser. Der Tango ist hin. Da fliegt ein Helikopter. Ja, das ist ja schon wieder ich sehe einen Mörser. Aua. Ich sehe, wir werden unkonzentriert. Oh, 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 oh. Ich lebe. Okay, eure Position, falls ihr es euch nicht alles mehr so gut ist. Nein, noch ein, ist mein Platz. Okay. Eingang und dann nach links. Eingang und dann nach links. Aua! Oh Gott. Aua, aua. Oh shit, ich steh unter uns. Aua! Was für ein Aua? Ich bin auf dem Weg zu euch, Jungs. Auf wen schießt denn du da unten getroffen? Da oben hängt da mit Sicherheit einer dran. Direkt um die Ecke! Komm, streck dein Köpfchen raus und zeig dich. Ich komm gleich, ich höre euch doch. Weg mit dir. Hey, direkt um die Ecke! Wo um die Ecke? Links! Da liegst du. Steh auf, du faule Socke, und streck den Kopf nicht in den Stein. Eieieiei. Jetzt hol mal die anderen. Geh mit deinem Heckgong. Danke. Danke. Hier hantiert noch irgendwo ein Sniper rum und ich weiß noch nicht wo. Hm. Das ist ein zweiter Tango. Und mein Bunny, das Auto hier. Tango ist tot. Nö, nee, aber wir sollten hier doch reinkommen, oder? Ja, ihr kommst halt einfach rein, wenn Sniper markieren. Aber. Er hat Wandwart. Hab ihn. Oder? War er's? Ich hab den Sniper erwischt, aber Wandwart anscheinend down. Ne, ist das nicht Wandwart, der hier liegt? Eingang safe. Ich weiß nicht, wollte Wandwart. Ich glaube, ich hab ihn gehört. Wandwart schläft schon wieder eine Runde irgendwo. Wandwart? Vorne am Eingang, glaube ich. Ich hab ihn hinten. Okay. Eieiei. Wie das immer geht. Das ist der Scharfschütze. War nicht ohne. Aber ich bin über mein neues Spielzeug froh. Reaper und ich sind hinten. Hier gibt's einen Eingang durch deren Müllhalde. Ja, komplett. Auf der linken Seite. Ans Gebäude. Ja, eigentlich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Okay. Die Drohne fliegt. Gibt's hier vorne einen Ausgang für die Drohne? Ne, ich gehe hinten raus. So. Vorne Richtung Eingang haben wir Informationen. Und hier in der Müllhalde haben wir Akten für Wanba und eine Medaille. Komm schon, Jorge, mal ehrlich. Ah, ein Laptop, ich geh mal hacken. Seit fast 15 Jahren mit ihr Geschäfte. Sieht nach Koordinaten für ein Chemielager hier in Liberland. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Schön. Ich glaube, hier war mal der. Was mit dem Benzintank auf, den wir hier haben?
Ich hab da ein Geschenk platziert, falls da einer nach dem richtigen gucken möchte. Hat dazu vielleicht jemand den Orden gefunden? Ja. Ja. Hast du die Kiste gefunden mit der Munition? Weiß ich nicht. Drinnen. Ansonsten ein bisschen hochklettern, wenn du auf der anderen Seite bist. Irgendwo kann man hochklettern. Hast du die Kingsley-Datei schon? Die habe ich gefunden. Hier. Ah, hier. Okay. Möchte nicht in die Ecke gedrückt werden. Ich hatte mir da was Nerv eingeklemmt. Das ist die Schattenbox. Okay. Jetzt hier bitte die Rocky-Musik einspielen. Oh, hier ist ein frisches Auto. Naja. Wie lange das frisch bleibt. Aber ich glaube, hier haben wir es doch besser, oder? Da steht noch einer. Ich meine, der hat Waffen und Panzerung und ist Diesel 6 Norm. Ach, pass auf, die ist in 2 Jahren auch nicht mehr gültig. Wo ist Wanda? Dann kommt sie in den Upload-Filter. Ja. Oh, ich sitze im anderen Auto. Wo ist Wanda? Sie sitzt alleine in der Karre. nach links. Ich denke, was fahren die denn hier nicht los? Ja, ja. Okay, wir sollen das Haus von dem einen Typen finden. Wir fahren nach links. Links, okay. Nochmal nach links. Nächste rechts. Was ist da? Ja, such dir einen Weg aus. Beides okay. Der Weg ist gut. Von hier aus nur noch geradeaus. Wir müssen halt zwischen diesen ganzen Häusern das richtige Haus finden. Wo sehe ich das? Ziemlich große Stadt, wenn man die Lage bedenkt. Fahr lieber einmal durch. Erinnert mich ein wenig an Houston. Tom! Also. Vielen Dank. Wir müssen in dieser Stadt das Haus finden. Achso. Genau, hier suchen wir unserer Chefin doch mal zu, wenn wir sie überzeugen. Haus suchen, Haus durchsuchen. Okay. Gibt es eine grobe Angabe, wo wir hin müssen? FBI, Hofmann! Das Gebiet hier ist die grobe Angabe. Okay. Wir haben nichts genaueres. Ich höre Schüsse von Uzis. Ich würde sagen... Nee, das war meine P90. Achso. Okay, klingt so ähnlich. Ich habe einen Taco. P90 nur. Hochgeschwindigkeits-Taco, hey! Oh, ja, ich verziehe es aber. Schau einfach mal mit der Drohne, ob wir das Haus finden können. Das Haus vom Boss. Sehen wir uns das an. Ah, das ging doch schnell. Ich gucke einfach hier in die großen Häuser. Was zappelt der denn da von der Tür? Also Richtung Norden. Ja. Wanda ist schon in dem Nachbarhaus davon. Wanda, siehst du von dem Balkon aus dieses komische Haus vor dir? Ich weiß, welches es sein muss, ja. Ja. Eigentlich unverkennbar. Wo Aua. Sind wir? Hässliche was Lackierung. Ja. Also, okay. Malerei. Wanda, geht's euch gut? Nee. Oh. Negativ, wir haben einen feindlichen Slap, aber ich bin gleich bei dir, Enno. Moment, wo ist Enno denn beim Auto? Aus dem Haus raus und dann. Nee. Okay. Geh mal aus dem Haus raus unten durch die Tore. Warte. Tor. Oh Gott. Danke. Dein Ding. Hey, hey, hey. Also da habe ich mich. Aua! Steht da einfach einer im Turm rum. Schnell weg da. Wann war es. Shit. Die Straße entlang ist er. Ja, das sei gut, dass er noch einer ist. Ich sehe ihn da vorne. Hier war aber noch einer. Passt auf euch aus. Ja. Zwischen den Häusern. Ich markiere ihn. Oh Gott, danke. Okay. Glaube ich sehe. Jetzt müssen wir doch mal langsam in dieses hässliche Haus hier rein können. In welches Haus müssen wir denn überhaupt rein? Was das hässliche. Durchsuch das Haus. Vielleicht das, ist wo du hinguckst und dann dahinter, genau. Ach, in dieses kleine Pisshaus. Oh, hier ist ein DJ aktiv. Was ist denn das für ein Mini-Häuschen?
Naja, aber es sieht immer noch besser aus als die halbfertigen Häuser hier. Na, immerhin hat er einen Poolbillardtisch auf dem Boden. Ich habe einen Laptop hier draußen. Also was für mich. Das ist gut. Das ja, mit den Daten. Alter, okay. Was hat der für ein Dauer hier stehen? Also wenn der damit eine LAN-Party machen will, dann braucht der aber mindestens einen Sattelschlepper. Da schleicht einer, Vorsicht. Tu mal das Riesending hier an. Das steht außen an der Mauer. Das Ding ist noch klein, im Vergleich zu dem, was ich hier stehen habe. Will? Wo hast du denn hier einen Rechner stehen? Na gut, ich bin zu Hause. Ich wollte gerade sagen, du schleppst nur dein Computer mit dem rum. Wie geht das? Achtung, noch einer. Der ist jetzt drin. Oh! Die 1! Die 2! Ja, ist weg. Okay. Achtung mit der 1. Der klettert auch über die Mauer, glaube ich. Ja. Ja, nennen wir es mal über die Mauer. Gut. Der nächste. Müssen wir weit? Weil hier haben wir noch ein Heli stehen. Oh ja, stimmt. Also theoretisch ja, aber wir haben noch einen Auftrag hier in der Stadt. Den könnten wir natürlich auch machen. Dann machen wir erst noch den anderen, wenn wir schon mal vor Ort sind. Okay. Da müssen wir Dengosos Apartment erreichen. Das ist ja wahrscheinlich erstmal nicht das Problem. Dengoso? Ach, Moment mal, ist das nicht hier Madame? Ja, von Kavera. Ach Gottchen. Hier sind immer noch Feinde in der Stadt. Merke ich gerade. Ja, lauf mal die Straße runter Richtung Süden. Na, Chefin, wo müssen wir denn hin? Ich bin gerade außerhalb des. Oh mein Gott. Süden? Genau. Die Richtung, die Straße runter. Geht's dir gut, Mann? Ich war außerhalb des Raumzeitkontinuums. Gut, du kommst auf uns zugefahren. So kann man das auch nennen, wann war. Also ich schaffe es ja wenigstens noch rechtzeitig stehen zu bleiben. Aber wann war, der kriegt es hin, einfach Enno und mir die Kniescheiben wegzuballern. Und ihr zuckt nicht mal mit der Wimper, das ist noch viel beeindruckender. Nee. Oh. Okay, also wir folgen dieser Straße da vorne nach Westen und sind dann ziemlich da. Diese oder die nächste? Die Hauptstraße hier oder die, wo wir gerade drüber sind? Warte. Ich glaube tatsächlich diese, weil da so ein rotes Haus ist. Ja, Richtung rotes Haus. Wir joggen mal ein bisschen, oder? Ja. Also immer diese Angeber, die so tun, als ob der Sprint ein normales Tempo wäre. Ist er das nicht? Natürlich. Oh mein Gott, das ist auch eine hässliche Lackierung. Das ist, wann war? Diese Wandfarben hier sind aber ziemlich hässlich. Ach wieso, finde ich eigentlich ganz gut. Nicht immer diese tristen Farben. Moment, das rote Haus ist noch nicht das. Suchen wir den Eingang. Einmal über die Kreuzung ist das, glaube ich. Das hier? Wo ist nicht? Also hier irgendwo soll das Apartment sein. Vielleicht doch das rote? Ich krieg leider keine genaueren Daten. GPS ist nicht so gut. Ich glaube aber, das. Moment, hier ist irgendwie ein Tor. Ja, hier ist auch ein Baugerüst. Vielleicht kann man da auch irgendwie hoch. Hier ist Twitch. Was hat euch aufgehalten? Ah. Wo seid ihr? Hallo. Hinter dem anderen roten Haus. Warte. Hinter dir. Richtung Norden. Ich frag mich ja, warum du eine Maske aufhast. Jetzt nach rechts. Oh Gott, und wieso liegt hier kein Stroh? Das Stroh finden wir noch. Mhm. Okay. Dann Treppe hoch.
Wobei die in ihrer Uniform natürlich nicht so die besten Körperproportionen zeigen kann. Nicht so wirklich, aber wo ist denn hier dieses blöde Apartment von dem Typen? Ich hab keine Ahnung. Oh, hier. Noch weiter oben? Dachte ich, zumindest ja, für einen Moment. Wir müssen doch, ne? Durchbrechen. Wie wär's, wenn euch Rainbow zeigt, wie es geht? Wer hat eine Sprengladung? Ich mach einfach die Tür so. FBI, open up! Ja, ist klar. Jetzt hast du ja Angst gemacht. So wird das nichts mit euch. Sieh mal hier. Das ist Cavera. Ach, ich habe noch genügend andere, die im Gefängnis sitzen. Die haben eh keine andere Chance. Ein Ex-Geliebter? Bestimmt nicht. Weil er ein Bundespolizist ist? Nein. Belassen wir es erstmal dabei. Alter, guckt euch das mal an hier. Das ist doch... Die Anzüge, die er hier im Schrank hat, der ist doch... Der Kerl ist doch ein Hitman. Ganz kurz off-topic, aber dieses Bild ist doch von den Programmierern, oder? In den Klamotten könnte man ein Vermögen machen. Und wem ist das? Das sieht so aus wie ein Reisefoto von den Programmierern. Natürlich ist es das. Oh, hier sind Unterlagen. Auf dieser Frachtliste des Kartells steht Dengosos Name. Was beweist, dass er für das Kartell tätig war? Ich habe andere Infos, die auch darauf hindeuten. Was hat Cavera mit diesem Kerl zu tun? Okay, also sie hat schon mal gesagt, dass es nicht der Lover ist. Die Ladung ist scharf. Wann war? Wäre immer meine erste Wahl. Hab das C4 scharf. Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Überall da. Die Alte ist so redefaul. Ja, ich habe schon mal gesprächigere Leute gehabt. Wir sollen nach mehr Informationen suchen. Ich meine, bei ihrem Outfit weiß ich nicht mal, ob das eine Frau ist. Bei der Stimme gehe ich davon aus, dass es eine Frau ist. Oh. Steiner, wenn du da bist, heb ab. Hä? Ich stehe unter Druck. Oh, der Santa Blanca hat mich enttarnt. Ich bin geflohen, aber sie halten mich im Chemischen Institut Libertad fest. Ich konnte ein Handy stellen, aber sie dürfen es nicht bei mir finden. Keine Ahnung, wie lange ich noch habe. Bitte, rette deinen kleinen Bruder noch einmal. Diese Type, das sind Tiere. Bitte, mach schnell. Steiner. Lass mich raten. So heißt Cavera mit Vornamen. Sie ist hergekommen, um ihren Bruder zu retten. Diese Nachricht wurde bereits abgespielt. Cavera. Sie weiß, wo Dengoso gefangen gehalten wird. Wir müssen uns ranhalten. Mann, kommt dir das bekannt vor? In den Klamotten könnte man ein Vermögen machen. Ich vermute mal, wir haben Koordinaten bekommen. Ja. Sehr weit weg. Wir wissen jetzt mehr über den Gosso. Das Chemische Institut bei seiner Arbeit für Santa Blanca hat er irgendeine Scheiße gebaut. Jetzt haben sie ihn geschnappt. Wenn Santa Blanca ihn hat, hält er nicht lange durch. Wir müssen uns beeilen. Sonst noch was? Ja. Er heißt eigentlich Joao Pereira. Pereira? Das bedeutet... Genau. Cavera ist seine große Schwester. Das Kartell hält ihn im Chemischen Institut Libertad fest. Wir sind schon unterwegs. Also schnell ein Auto. Oder den Heli. Wenn du sagst, ganz weit weg ist ein Heli besser. Ja, stimmt. Also es ist relativ. Ja. Wir können jetzt ja ein Auto nehmen, um zum Heli zu fahren. Hast du ihr nicht gesagt, dass sie hier mitkommen soll? Vielleicht will sie auch nicht in dieses Auto einsteigen. Doch, sie kommt. Halt. Dann geh ich hin. Okay. Also sie hat schon nicht so einen knackigen Po in der Hose. Nee, ne? Nicht wirklich. Hallo, diese komplette Panzerrüstung ist für den Arsch. Wo ist denn hier ein Helikopter? Der Kollege bei der CIA glaubt, den Gosso hätte... fahr der Straße ein Stück nach. Finden Sie ihn und bringen Sie ihn zu mir. Wir sind dran. Weiter. Und jetzt nach links. Und nochmal links. Geht das? Warte. Genau da. Das sieht gut aus. Der Straße folgen. Jetzt gleich auf der linken Seite.
Ja, wir stehen daneben. Nicht den Heli berühren. Ich wollte möglichst nah ran. Wir sind alle nicht gehbehindert. Kontakt, es geht los. Was? Flüssig. Oh, siehst du. Alle okay. An Bord? Jo. Jo. Gut, grob Südwesten. Entschuldigung, Südosten. Ich hab's heute nicht so mit. Oh. Das haben wir alle mal. Links, rechts, drei fallen lassen. Das ist komplett falsches Thema. Nicht? Ich bin hier gerade am Nähen. Ich weiß ja nicht, was du willst. Am Häkeln. Vorsicht, Hedi, rechts. Bisschen weiter nach links, hier der Straße quasi folgen. Okay. Und wir sind schon da, also diese kleinen Gebäude, die hier neben der Straße sind, da irgendwo. Da, wo dieses Riesenzentrum ist. Also wir haben links ja dieses Stromding und rechts dieses kleine Checkpoint-Häuschen. Das Checkpoint-Häuschen wird mir als GPS angezeigt. Okay, dann gehe ich auch trotzdem hier runter, falls wir könnten auf den Kran gehen, da ist der zumindest für den Scharfschützen. Ja, das ist gerade ungünstig, weil wir müssen erstmal mit der Alten die reden, die da unten drin sitzt, was er wahrscheinlich. Oh. Mal abgesehen davon, dass Twitch mir folgt. Oh. Nicht, dass die aus dem Heli springt und einen Körper macht. Zum Beispiel. Die Frage ist, folgt ihr dir auf Twitch? Rechts oder links? Rechts oder Signal. Zeit für den Turbo. Oh Gott, ich habe mich gerade zu Tode erschreckt. Alter! Hier liegen überall Leichen rum, die alte ist hier. Was? Okay, nächstes Checkpoint-Häuschen. Hier ist noch Munition, falls ihr braucht. Nicht? Dann ist ja gut, nee, dann geht ihr einfach weiter. Das ist unser Mädchen. Ja, ja. Spuck's aus. Geh doch rein. Deinen Kumpel zu brechen. Hallo! So schwer. Aber ich hatte meinen Spaß. Ich kann nicht. Kavera. Wer zum Teufel seid ihr? Wir sind die Ghosts. Wir sollen dich hier rausholen. Poha. Ich gehe nirgendwo hin. Diese Kornos haben meinen Bruder. Du kannst nicht allein gegen all die Sicarios kämpfen. Ah, aber die sieht irgendwie aus wie ein Mannsweib. Dann ist es wohl eine Party. Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Aber so war das nicht gemeint. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Es ist kein Ausgehen, wenn es nicht gefährlich werden kann. Ich suche mir einen Platz zum Auskundschaften und melde mich, sobald ich mehr weiß. Okay. Nach hinter uns. So. Wir brechen jetzt alle schön zusammen in das Chemieinstitut ein. Gehen eure Speicherkarten aus? Gut. Ja, die sollten wir vielleicht wechseln. Ja. Okay. Dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Und ihr hattet auch gut was zum Lachen am Anfang. Macht's gut, lasst ein Like, einen Comment da und vergesst die Glocke nicht. Ciao. Tschüss. Tschüss.